Hallo, schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute angucken, was sich in Sibta getan hat. Wir sind hier beim ersten Stygia Camp. Ich zeige euch auf der Karte, wo ich bin. Das hier ist Neu-Luxor und der Eingang ist hier so ein bisschen auf der rechten Seite von Süden aus gesehen. Wir haben hier schon die ersten Gegner getroffen und jetzt gehen wir hier mal rein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das lohnt. Hallo? Okay. Da kommen die nächsten. Okay. Ich habe ein Kamel dabei zum Tragen und eine Admin-gelevelte Nordheimerin. Stahlspeere gibt es da, okay. Ich habe das schon mal ein bisschen erkundet hier, damit wir wissen. Oh. Ja, ich habe es schon mal ein bisschen erkundet im Vorfeld hier, damit wir wissen, wo es lang geht. Und wir müssen im Prinzip da rein. Das ist offensichtlich. Aber erstmal sollten wir hier vielleicht aufräumen. Einmal hier um die Ecke gucken. Hier stehen überall Wagen und Kisten und ja, alles Mögliche. Zelte. Hier auch wieder eine Kiste. Also sehr, sehr viel Loot hier. Entschuldigung. Oh. Da kam einer von hinten. Noch einer. Okay. Also das lohnt sich hier auf jeden Fall. Ja, geht hier irgendwie mit einem Träger rein. Was haben wir hier? Ich habe ganz komische Verzögerungen hier drin. Aktuell. Ja, da müssen wir rein und dann irgendwie in diesem Turm hoch. Wahlweise mit Sprengsätzen aufmachen oder mit dem Rambock. Ich habe hier einen Rambock dabei. Also Sprengsätze oder Sprengpfeile gehen genauso auch. Das waren jetzt, glaube ich, 8 Schläge mit dem Rambock. So, dann gehen wir mal hier hoch. Kamel, kannst du. Nee, du kannst nicht mehr folgen. Bleib da mal stehen, wenn es geht.
Also das wirkt etwas verwirrend, aber tatsächlich ist es so, dass im Prinzip du einfach nach oben musst, ja. Egal wie du dann nach oben kommst. Und das lohnt sich sowieso hier alles abzusuchen, weil hier überall so viele Kästen stehen. So, es gibt natürlich eine ganze Menge Feinde hier unterwegs, die es zu erledigen gilt. Das war's. Okay. Da ist der große Boss. Okay, so jetzt sind wir in Kschotl oder wie auch immer man das ausspricht. Ich zeige es euch auf der Karte. Wir sind hier, das ist Kschotl. Und ja, das ist halt ganz im Westen, der große Tempel oder was auch immer das sein soll. Und warum bin ich hier gestorben? Weil bisher jedes Mal, wenn ich hierher kam, ein Sturm. Rufer-Event stattfand. Und dieses Sturmrufer-Event, was ist jetzt gerade passiert? Das musste ich erstmal beseitigen, weil dann wird es jedes Mal total duster. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja. Komme gar nicht dazu, mich zu wehren hier. Hier gibt es natürlich auch wieder wahnsinnig viel Loot, viele Kisten und so weiter. Ich habe das Ganze schon ausgekundschaftet. Ich dachte eben, ich hätte hier was gehört. Wo ist sie? Da hinten. Okay. Wie ist sie denn da hingekommen? Schande. Ah, lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Bitte. Ich kann mich nicht wehren. Ich komme hier nicht weg von denen. Scheiße. Ich kann nichts machen. Weder rollen noch sonst irgendwas. Ich kann auch nicht schlagen. Jetzt. Nein, 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 nein. 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 Oh Mann.
Okay. Eieiei. Also, das ist mir eben schon mal aufgefallen. Die kommen dann immer von irgendwo, meistens hinter dir. Furchtbar. So, okay. Jetzt haben wir hier hoffentlich alle. Jetzt gehen wir noch, genau. Wenn wir hier sind, also wir sind praktisch eben hier hochgekommen, hier reingekommen, dann geht es hier links hoch. Okay. Ich meine, es ist schon irgendwie, ne? Wo kommen die immer her? Die stehen alle. Guck, zack. Da ist wieder einer auferstanden. Das ist abartig. Aber es macht natürlich Spaß. Auf jeden Fall. Also links die Treppe hoch, dann hier runter und dann müssen wir hier rein. Also der Respawn hier von diesen Kreaturen ist irre schnell. Du kannst sie aufsprengen natürlich. Ja. Gut. Also durch diese Tür durch. Und ihr seht schon, also es gibt hier wirklich überall Kisten mit tollem Loot und die haben natürlich auch feine Sachen dabei. Wenn ihr hier in diesem Turm drin seid, dann geht es hier hoch. Links oder rechts rum ist egal. Ja. Und im Grunde genommen immer hier im Kreis rum hoch. Da gibt es einen Hammer, den man sich holen kann. Nicht darunter fallen. Okay. Gut. Und dann müssen wir hier durch diese Tür. Oh, da ist schon der Boss. Okay. Geh mal hier durch. Ja, hier, komm mal hierher. Das besitzt du nicht. Ich will das auch nicht haben. Ich will, dass der hierher kommt. Okay. Kommt der jetzt? Wo ist der? Da ist er. Okay. Sehr gut. Das müsste es. Ja, das war unser Sieg. Der hat natürlich auch feine Sachen dabei. Erbe der Nordheimer, Machtfragment, Waffenreparaturkit. Und dann gibt es ja natürlich verschiedenste Kisten auch mit richtig netten Sachen. Also es macht schon Sinn, einen Träger, ein Kamel oder so mitzubringen hierher, wenn ihr das looten wollt. Der Weg ist ein bisschen tricky zu finden. Ihr seid so nervig. Ja, aber im Prinzip immer auf die große Mitte zu. Und irgendwo gibt es dann doch immer einen, ich nenne es jetzt mal Ausweg, um wieder ein Stück weiter nach oben zu kommen.
Ja, ich muss sagen, mir hat das jetzt auf Siebter ehrlich gesagt sehr viel mehr Spaß gemacht mit diesen beiden Stygia Camps, als es das große gemacht hat auf den Exiled Lands. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, ciao.